Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Genau, wir sind immer noch in der Vorversion unterwegs und dadurch können natürlich wieder noch ein paar Fehler enthalten sein, aber im Großen und Ganzen läuft's. Ich wollte es nur direkt am Anfang sagen, weil ich es sonst immer vergesse. Wir sind noch dabei, unsere wunderschöne, allerschönste Garage der Welt zu bauen. Und dafür brauchen wir noch eine Betonpumpe, die haben wir jetzt quasi in unserer Kontrolle. Betonmischer steht schon da, ist auch schon gefüllt. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Garage mit, beziehungsweise das Garagendach mit Beton befüllen. Ich halte gerade mal die Rundumleuchten an. Wir müssen nämlich hier wieder auf den Bürgersteig parken, denke ich mal. Ne, Betonpumpe in dem blauen Bereich und Betonmischer wahrscheinlich in den weißen, oder? Der sieht fast so aus. Ja, gut, dann fahre ich mal von der Straße runter. Ich will mich noch ein bisschen besser platzieren. Ich habe natürlich jetzt den Betonmischer ein bisschen unschön dahingestellt. Übrigens, wenn ihr wieder lautes Brummen hört, ihr wisst schon Bescheid. Logitech G25 ist mein Lenkrad, welches ich gerade benutze. Und es ist halt ein bisschen alt und deswegen ein bisschen laut. So. Wechsel in den Funktionsmodus. Öffne anschließend den Aufnahmedeckel über den Kontextmenü F. So. Dann sind die Stützen ausgefahren. Aufnahmedeckel ist auch offen. Ich parke jetzt erstmal das andere Fahrzeug noch um. Fahre mit einem befüllten Betonmischer rückwärts an die Betonpumpe heran und starte den Betonfluss. Über das Kontextmenü, der Aufnahmedeckel der Betonpumpe muss während des Füllvorgangs geöffnet sein. So, dann machen wir das doch mal gerade hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd hier mit der Kreuzung. Dass hier so viele Fahrzeuge unterwegs sind, macht es natürlich nicht gerade einfacher. Die müssen jetzt alle einfach mal ein bisschen Geduld haben. Und ich hoffe, die lassen mich hier einigermaßen rangieren, ohne mir im Weg zu stehen. Aber ich bin ja normalerweise gleich ziemlich aus der Kreuzung raus, aus dem Kreuzungsbereich. So, ich denke mal, ich bin nah genug dran. Kontextmenü. Gießen an aus. Ich sollte vielleicht... war ich nicht. Begib dich nun und starte den Gießvorgang über das Kontextmenü. Nutze das Handbuch, wenn du Probleme mit der aktuellen Baumaschine hast. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Baumaschine überhaupt schon eingerichtet habe bei mir am Joystick. Ich glaube nicht. Schön. Beziehungsweise vielleicht muss ich hier noch irgendwas drücken. Nein, ich fahre die erstmal aus. Dann muss ich wahrscheinlich das Gießen starten. Ah, doch, funktioniert. Alles klar. Alles klar. Funktioniert quasi wie der LKW-Ladekran. Nur ein bisschen größer, wie man sieht. So, das müsste jetzt soweit passen. Dann fangen wir erstmal hinten an. Ich müsste das gerade nochmal ein bisschen anheben. Und dann würde ich gerade erstmal ganz schnell, ganz, ganz ratzefatz, Fotomodus. Ihr wisst Bescheid. Ich brauche Beweisfotos, dass hier Dinge passieren. Wo platziere ich mich? Eigentlich wäre es ja bei der Betonpumpe hier ganz cool. Ja, machen wir es so. Sichtfeld machen wir wieder auf 90 ungefähr. Ja, normalerweise würde ich ja die Bilder auch nebenbei machen, aber ich müsste halt diese ganzen Szenen nochmal nachspielen mit einem anderen Spielstand. Das ist mir dann doch nix so wirklich. So, dann haben wir das. Blenden wir kurz aus. Ein paar Bilderchen machen.
Und schon vorbei. Dann fangen wir mal an. Mit dem Beton gießen. Beziehungsweise, ich muss gerade nochmal ganz schnell meinen Timer auf dem iPad starten. So. Dann fangen wir mal an. Müssen wir auch bestimmt auf Gießen gehen. Genau. Versuch's mal einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, wobei ich ganz hinten gar nicht so wirklich drankomme. Bisschen hoch bitte. Ja, ich bin mit der Steuerung manchmal noch ein bisschen überfordert. Merkt man nur leicht, oder? Also wenn ich mit Tastatur mache, dann ist gar kein Gefühl da. Das ist dann ein bisschen schwierig. So, wir drehen gerade mal rüber. Sieht sehr professionell aus, was ich hier tue, aber sowas von. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft irgendwie. Gute Arbeit, jetzt müssen wir nur noch die Baustelle räumen. Denkt daran, alle geliehenen Baumaschinen nach dem Gebrauch wieder zurückzugeben. Das spart unnötige Mehrkosten. Ja, machen wir doch. Firma Fuhrpark, dann den haben wir ja, glaube ich, schon zurückgegeben. Der muss noch weg. Wie war das nochmal? Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich muss hier. Es ist einfach so viel Input auf einmal. Zurückgeben, da haben wir es doch. Der kann weg. Den müssen wir erstmal wahrscheinlich zusammenklappen. Kann man auch über das Menü ganz schnell machen. Zurücksetzen, zack. Gehen wir wieder in den Fahrmodus über. Und dann... Ups, habe ich aus Versehen gehupt. Ganz wichtig. Firma Fuhrpark, das zurückgeben, ja. Den zurückgeben, ja. So, dann haben wir nur noch unsere Fahrzeuge übrig und... Hey, wen haben wir denn da? Harpe. Hi. Erste Garage. Sieht doch perfekt aus. Das war gute Arbeit. Der L1-Turmdrehkran wäre eine gute Erweiterung für deinen Fuhrpark. Solltest du dich dafür entscheiden, eine Baumaschine zu kaufen, bekommst du diese beim Fahrzeughandel. Ja, wir werden auf jeden Fall gern noch mehrere Gerätschaften brauchen. Auch auf jeden Fall einen Kran. Aber ich hätte eigentlich voll gern einen mobilen Kran, weil den kannst du halt irgendwie überall einsetzen. Aber naja, wir werden auf jeden Fall irgendeinen Kran brauchen. Ja, haben wir doch eigentlich eine schöne Garage gebaut. Sieht doch wunderhübsch aus. So, wir brauchen einen weiteren Auftrag. Gehen wir gerade mal Firma, Ausbaustufen, wollte ich gerade nochmal nachschauen. Das habe ich alles noch gar nicht so dolle verstanden, muss ich sagen, was wir hier alles für Möglichkeiten haben. Da muss ich mich unbedingt dann mal mit beschäftigen. Ja, mache ich aber irgendwann neben der Aufnahme oder außerhalb der Aufnahme. Verkehrsstraße wäre doch auch mal eine ganz coole Sache. Wir machen die Straße neu oder was auch immer. Nehmen den Auftrag an. Okay, wir brauchen Baumaschinen zum Asphaltieren und so weiter. Ja, das sieht nach viel, viel, viel Arbeit aus. Werden wir aber irgendwie meistern. Erinnerst du dich noch an die Baugrube, in die das Auto gefallen war? Die Grube wurde mittlerweile verfüllt, um aber die Straße wieder vollständig befahrbar zu machen, muss sie richtig asphaltiert werden. Okay. Ich würde vorschlagen, dass du zuallererst beim Fahrzeughandel einen Schwarzdeckenfertiger mietest und zur Baustelle bringst. Dann machen wir das auch, wenn er das sagt. Ich habe ja keine Ahnung. 5.980, das kostet alles gleich. Wir brauchen dann auch bestimmt eine Asphaltwalze. Das sind ja die ganzen Sachen, die wir brauchen für die Mission. Ja, haben wir ein bisschen was, was wir noch benötigen. Mieten wir uns mal. Ja. Ja. Da können wir eigentlich fast hinlaufen. Wir sind ja eigentlich direkt beim Fahrzeughändler. Die paar Meter kriegen wir hin.
Da steht das gute Teil. Wie befördern wir das aber jetzt auf die Baustelle? Das werden wir ja nicht einfach so hinfahren können. Das heißt, wir bräuchten vielleicht einen Auflieger. Ja, genau, da kriegen wir es jetzt erklärt. Manche Baumaschinen sind nicht straßentauglich und sollten mit einem Fahrzeugauflieger oder per Schnellreise zur Baustelle transportiert werden. Wir sind nur ein paar Meter weit weg. Theoretisch könnten wir das bestimmt auch einfach so hinbringen. Was mache ich eigentlich gerade? Ich wollte eigentlich nochmal hier ins Händlermenü. Theoretisch könnte man das jetzt bestimmt auch so hinfahren. Praktisch würde ich es gerne einfach mal mit dem Auflieger probieren. Ich weiß, es kostet jetzt unnötig Geld, aber ich will es halt einfach mal testen. Für spätere Missionen, wo wir dann weiter weg sind. So, mieten wir uns einfach irgendeine Zugmaschine. Mieten, ja. Und nehmen uns dann noch irgendeinen Auflieger mit dabei. Ist nur die Frage, wir brauchen ja was mit Auffahrrampe. Wahrscheinlich dann sowas. Na, der hat auch, glaube ich, keine Rampen. Also werden wir wahrscheinlich sowas brauchen. 800, 900. Nehmen wir einfach mal den, der ist ein bisschen günstiger. So, dann könnte man ja theoretisch jetzt. Den LKW da ankoppeln und dann können wir die Asphaltiermaschine da drauf fahren und einfach mal probeweise zu der Straße hinfahren, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ob das so nah ist. Ja, es ist nah. Hätte ich doch richtig gedacht. So. Machen wir das einfach mal. Probehalber, wenn wir schon ein Tutorial mit dabei haben. Schnellreise wäre zu einfach. Wäre zu einfach. Wir wollen ja hier auch ein bisschen was zu tun haben. So. Und jetzt fahren wir einfach mal vor dieses Teil. Mal die Taste F, da kann man das bestimmt Rampe ein- ausfahren. Genau das, was ich gebraucht habe. Ja, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus, was wir da machen. Springen wir gerade mal rein. Okay, Steuerung ist gewöhnungsbedürftig. Eigentlich könnte man so Karren richtig geil fahren, wenn man zwei Joysticks hätte oder so eine Art. Allgemein für einen Bausimulator, ich würde fast jedem empfehlen, dass man am besten zwei Joysticks zu Hause hat. Einer rechts, einer links von sich hingestellt, dann kann man so Kettenfahrzeuge, glaube ich, richtig geil bedienen. Houston, wir haben ein Problem. Ich bin doch nur rechts ein bisschen runtergerutscht. Auf ein neues. Diesmal wird's besser. Diesmal schaffen wir's. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber Steuerung mit Ketten ist halt doch wieder was total anderes als mit Lenkrad und Reifen. Wir machen diesmal ganz langsam. Wir müssten jetzt auch einigermaßen mittig sein. Ich sehe es wegen dem Tutorial-Text nicht so ganz. So, das müsste aber eigentlich passen. Sichern, weiß ich nicht, kann ich glaube ich nicht. Ich hoffe einfach mal, das Ding bleibt drauf. Überprüfe die Ladefläche, die Baumaschine ist nicht richtig platziert. Muss ich noch weiter vorfahren oder was, woran hängt's? Oder muss es weiter hinten stehen? Ich weiß es nicht. Ist nicht richtig platziert. Muss ich die rückwärts drauf fahren oder... Ja, keine Ahnung. Sichern, lösen. So. Okay. Jetzt müsste es aber gehen. Falsche Taste. Jetzt müsste es aber auf jeden Fall gehen. Ja. Okay, wir mussten die Maschine noch sichern.
Und jetzt können wir theoretisch Gas geben. Schauen, ob wir das überhaupt den Berg jetzt hochpacken. Also eine Zugmaschine wäre auch, glaube ich, was ganz Wichtiges mit einem Auflieger. Damit wir uns diese Kosten sparen können in Zukunft. Weil brauchen wir ja eigentlich auch fast immer. Außer wir machen natürlich die Schnellreise, die kostet aber auch immer Geld. Und wenn es direkt so nebenan ist. Ja, dann würde ich lieber gerne selber fahren. Gut, dann können wir theoretisch die Rampe ausfahren. Jetzt sollte man, glaube ich, Asphalt besorgen, oder? Habe ich es richtig gelesen? Ich habe gerade nicht so wirklich aufgepasst. Asphalt, Asphaltkipper. Das klingt doch gar nicht so verkehrt. Mieten wir auch. Unser ganzes Geld geht für die Mietsachen drauf. So, machen wir eine Schnellreise hin. Unser LKW steht immer noch da vorne geparkt. Statt bei uns auf dem Hof steht er hier beim Händler. Asphalt kriegen wir auch beim Kieswerk. Okay, dann machen wir dann diesmal auch eine Schnellreise hin. Vorne muss ich hin, alles klar. Beim Asphalt-Silo kannst du den Asphalt ausgeben lassen. Das funktioniert genauso, wie du es bereits von den Schüttgut-Silos kennst. Alles klärchen. Laderaum öffnen. So, und dann können wir eigentlich theoretisch befüllen. Ich habe falsche Taste geklickt. Kann ich das auch irgendwie abbrechen, das Befüllen? Ja, kann ich. Gut. So, der dampft noch schön, der Asphalt. Dann machen wir den Laderaum mal wieder zu. Wir machen jetzt wieder eine Schnellreise, aber ich würde nicht sagen, bis zur Baustelle. Ich will wenigstens noch ein paar Meter mit dem Ding fahren. Wir machen eine Schnellreise bis zum Fahrzeughändler. Und die letzten paar Meter fahren wir, weil ich wenigstens ein bisschen fahren will, aber ich möchte halt auch irgendwie vorankommen. Ich möchte halt auch irgendwie ein bisschen vorankommen und andere Aufträge kriegen und die Firma erweitern, die ersten eigenen Fahrzeuge kaufen, einfach viel Knete verdienen. Ich muss da mal gucken, was so ein Kran kostet. Das hat das Spiel ja so vorgeschlagen, dass man sowas vielleicht als gute Anschaffung hätte. Wird schon irgendeinen Grund haben, warum das Spiel das vorschlägt. Sonst hätte es ja auch sagen können, irgendwie ein Auflieger und eine Zugmaschine. So, wir sperren jetzt hier mal ganz kurz die Straße. Damit ich erstmal die Baumaschine abladen kann. Also die Baumaschine, die Asphaltiermaschine. So, die müsste jetzt gelöst sein. Dann fahren wir die gerade einfach mal runter. Okay, ich fahre sie nicht runter, weil ich wieder ein bisschen runtergerutscht bin. Vielleicht fängt sie sich ja noch, aber ich glaube nicht. Nee, das wird nix. Einmal zurücksetzen. Perfekt, dann ist sie schon gedreht und steht direkt passend da. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann machen wir hier gerade das Zeug mal wieder weg. Beziehungsweise wir können ja jetzt auch schummeln. Wir machen Fuhrpark. Den. Wobei, vielleicht brauchen wir den gleich noch für die Walze. Den fahren wir nur mal ein Stück vor. Ich denke mal, wir brauchen den noch für die Walze.
Fahren wir nur hier gerade mal um die Ecke. Wir hätten vielleicht die Walze gleich mitnehmen können. Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt gewesen. Ich glaube, die hätte vielleicht noch drauf gepasst. So, jetzt wird es gleich schon wieder Nacht. Da haben wir schon wieder einen Tag geschafft. So, das müsste ja theoretisch hier sein, der Aufnahmebehälter. Muss ich da noch irgendwas aufmachen oder ist der... Ich habe keine Ahnung. Einbaubohlen ausfahren, befüllen. Ah, okay, ich konnte es auch jetzt so befüllen, alles klar. Ich hätte auch einfach, glaube ich, den Kipper da hochheben können und dann wäre es gut gewesen, aber naja. Er rennt einfach mal motiviert in die andere Richtung. So. Kettensteuerung rechts, Kettensteuerung links, Funktionsmodus. Das kennen wir alles schon. Ach komm, wir versuchen einfach unser Glück. Ich drück einfach irgendwas, wird schon was passieren. Beziehungsweise ich drück mal gar nichts. Okay, aber so passiert, glaube ich, schon mal nichts. Ich werde wahrscheinlich auch wieder bei der Taste F was auswählen müssen. Asphaltieren an, aus. Jo, das funktioniert nicht so, wie ich gerne hätte. Asphaltieren ausgeschaltet, okay. Das wollte ich natürlich nicht. Asphaltieren ausgeschaltet, warum? Was muss ich machen? Muss ich mir doch die Hilfe durchlesen? Wir fahren einfach mal alles aus. Wir fahren einfach mal alles aus und probieren einfach mal ein bisschen weiter. Warum? Ja, jetzt ziehen wir da eine mittlere Spur rein. Es ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich glaube, das war nicht so geplant. Okay, da müssen wir auf jeden Fall daneben nochmal eine Spur ziehen. Ich weiß nicht, ob wir die Dinger brauchen. Wir fahren es einfach nochmal ein. Das ist so komisch, Kettenfahrzeug mit Lenkradsteuer. Versuchen es einfach gerade nochmal anzuschalten. Ja, geht auch so. Wir müssen die Dinger nicht ausfahren. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Platz zur Seite. So, dann fahren wir noch die eine Spur. Wir fahren einfach komplett drüber. Profi am Berg, ich sag's ja immer wieder. Ich bin Straßenmeisterei gebildet. Durch den Straßenmeisterei-Simulator. Da haben wir auch Straßen asphaltiert. Ja, ich hätte vielleicht die Asphaltwalze früher holen sollen. Finde ich. So, dann lassen wir die Karre hier auch gerade mal dastehen. So, dann gehen wir nochmal schnell zum Fahrzeughändler.
betreten. Holen wir uns eine Asphaltwalze. Die kosten beide gleich. Ist im Grunde genommen auch egal sein, welche wir da nehmen. So. Jetzt brauchen wir natürlich unseren Schlepper. Unseren Auflieger. Und die Zugmaschine. Damit wir die Asphaltwalze auch hierher bringen können. Weil ich denke mal, mit der auf der Straße fahren ist auch nicht so geil. Sollte man wahrscheinlich auch nicht machen. Ich hoffe, ich komme jetzt hier um die Kurve. Achso, wir haben eine mitlenkende Hinterachse dann auf jeden Fall. Einfacher wäre gewesen, ich hätte einfach gewendet oder wäre rückwärts die Straße lang gefahren. So haben wir jetzt einen riesen Umweg. Naja, sind wir aber auch gleich da. Laden wir noch ganz schnell auf, fahren nochmal den Asphalt ein bisschen platt und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Im Bausimulator. Ich dränge mich einfach mal vor, ich hab's eilig. So, da haben wir die Asphaltwalze. Ah, okay, wenn ich aussteige, dann bleibt die Rampe erstmal stehen. Muss ich natürlich warten, bis die ausgefahren ist. So, jetzt darf ich aussteigen. Ich habe gewusst, das wird nichts. Oder wird's doch was? Wird's doch was? Das könnte tatsächlich klappen. Ja, krass. Ja, krass. Haben wir es geschafft. Diesmal weiß ich ja auch, wie es geht. Sicher müssen wir die Sache noch. Dann können wir die Rampen wieder hochfahren. Wenn wir die dann hochgefahren haben, fahren wir nur noch zur Baustelle. Ich freue mich aber auch irgendwie schon auf die ersten Baggerarbeiten. War zwar eine Katastrophe im Tutorial bei dem Sturm, aber man muss es ja auch irgendwie lernen. Fehlt halt so ein bisschen eine Baustellenabsperrung, finde ich. So, Warnblinker an. Unsere Rundumleuchten habe ich sowieso an, wenn ich Fracht geladen habe. So, die Sicherung lösen. Achso, ich muss die Rampen noch runterfahren, natürlich. Sonst kriege ich die Karre da nicht runter, beziehungsweise ich würde sie schon runterkriegen, aber ich glaube, das wäre nicht ganz so gesund und ganz so gut für die Maschine und für den Boden. Und ich habe jetzt schon wieder vergessen zu warten, bis die Rampe unten ist. Verdammt! Jetzt aber. Jetzt aber auf jeden Fall.
Ich feiere die Kreuzkulisse ja eigentlich total in dem Spiel, muss ich sagen. Es hört sich wirklich an wie Metallrollen, die auf Asphalt schleifen. Oder drüber rollen. Verdichten an aus sollte man vielleicht noch anklicken. Okay, wir haben hier die eine Ecke übersehen. Da kriegt mein innerer Monk einen kleinen Anfall. Da fahren wir nochmal drüber. So, jetzt bin ich zufrieden. Verdichten angeblich ausgeschaltet. Ich höre aber noch, wie es brummt. Schauen, was passiert. Doch, funktioniert noch. Einmal nochmal im Rückwärtsgang, dann wahrscheinlich noch einmal vorwärts drüber und dann müssten wir alles soweit verdichtet haben. Okay, jetzt ist Verdichten wirklich aus. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Manchmal lügt der Titel ein bisschen. Verdichten ausgeschaltet. So, die Straße sieht aus wie neu. Man sieht aber noch den Bereich, den wir neu gemacht haben, ein bisschen. Finde ich ganz cool. Dann können wir das Verdichten ausschalten. Und dann gehe ich gleich mal wieder. Firma Fuhrpark. Der kann weg. Die Walze kann weg. Der kann auch weg. Das ist unserer. Der kommt nicht weg. Weg und weg. So. Ja, haben wir es geschafft. Du hast genug Geld zur Verfügung, um Ziele der Ausbaustufe S zu erfüllen. Willst du die Ziele jetzt anschauen? Ja, ich habe leider keinen Mausfall, um da irgendwas auszuwählen. Ja, deswegen ist leichter gesagt als getan. Wie komme ich da irgendwie hin? Firma, Ausbaustufen, Stufe S. Expansion, gute Arbeit. Mit der letzten Aufgabe hast du das Level S abgeschlossen und bist weiter in das Level M aufgestiegen. Neue Funktionen und Verbesserungen erwarten dich dort. Okay. Das habe ich alles noch nicht so ganz verstanden. Mit dem SML, klar, das sind die Stufen. Je größer oder je mehr Aufträge man gemacht hat, je größer wird man. Aber diese ganzen Sachen habe ich alles noch nicht so ganz verstanden. Muss ich zugeben. Wie gesagt, da muss ich mich mal unbedingt mit beschäftigen, außerhalb der Aufnahme. So, ich würde aber jetzt sagen, das war's für die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, euer Tommy.